So, willkommen zurück zu einem Let's Play der Extra-Kategorie Ultimate Doom Level also Staffel 3, Level 5. So war es mir gewesen. War es mir. Doch. So, 3, 5, das passt. Ach, nachdem ich heute 3 extra lange Episoden von Extermination aufgenommen habe, ist Ultimate Doom wieder eine ganz nette Abwechslung. Ach, ich hatte, sagte er und rannte gegen die erste Falle. Gegen die erste Falle vor allen Dingen. Sag mal. Geht der ganz schön ab hier. Na, schau meine an. Super Shotgun habe ich noch nicht, weil gibt's im Doom 1 nicht. Ja, war gar nicht mal so schlecht. Was hätten wir? Da geht's raus, da wollen wir noch nicht hin. Da kommen wir nicht hin. Gut, dann gehen wir mal andersrum. Hier gehen wir auch noch nicht hin. Zumindest nicht freiwillig. Wobei ich da genau, weil ich da genau weiß, wo man da weiter hinkommt. So. Und jetzt nachladen hier. Danke. Von dem Secret hast du doch nicht. Das mit dem Secret hast du dir selber ausgedacht. Gut. Okay. Interessante Tapete. Deren Hausdesign hätte ich nicht gerne bei mir. So, dann hier kommen wir, dann gehen wir mal jetzt die andere Seite lang. Hier sind ja bloß die Innenseiten jeweils. Oh, das geht eigentlich. Oh. Kann man machen. Achso. Ich wollte mich gerade schon fragen, was das da ist. Für Scheiße. So, danke schön. Ja, das makes sense. Könnte man schon alleine machen. Gut, so kann man sich hier nicht unbedingt weiter.
dann würde ich jetzt erstmal speichern und dann Dankeschön. Damit haben wir das Ding. Dann kommt jetzt als nächstes. Oh. So, wir wissen also schon mal, wie wir rauskommen. Wir müssen immer zu dem oberen linken. Es gibt nämlich nur eins, was funktioniert, und, die anderen drei, die führen einen immer wieder in die Mitte. Da. Ist immer das gleiche. Wow, warte mal schon. Was macht der denn da? Klingt ja schon ganz schön gemeingefährlich, was er da macht. Gut, das hätte ich jetzt gar nicht so sehr gebraucht. Na, eigentlich müsste ich dich jetzt umbringen, ne? Mit deiner scheiß Plasmawaffe. Ich hoffe, du bist mir nicht zum Problem. So. Okay, hier waren wir bereits. Genau, das war der. Wir müssen also jetzt bei dem um links rein. Aha. Gut, dann kommt jetzt der oben rechts. Um praktisch in die Mitte reinzukommen und dabei die Tür zu aktivieren, muss man quasi immer von der Außenseite rein. Heißt also praktisch hier hingehen und dann praktisch von hier aus reingehen. Wenn man von der anderen Seite kommt, also von dem Innenfeld hier reingeht, dann landet man immer in der Mitte, ohne dass was passiert. So, das war schon mal eine Niete. Scheinbar gibt es da also auch schon mal eine Ausnahme. Gehen wir jetzt mal nach da, da, da. Ups, ja, das war dumm. Das war für Schwachsinn, ist fuck. So, da müssen wir hin. Und jetzt müssen wir nach unten und den aktivieren. Aha. Na, no, wieso war das so schlecht? Schöne Waffe. So, die wollen wir mal beide noch nicht nehmen. Hier ist auch so ein gelbes Ding. Was ist denn das überhaupt nochmal? You got the health, your body is fair. Okay, ich nehme das erstmal gar nichts. Das ist Pro Plus, dass ich schneller laufen kann. Bringt uns jetzt gerade nicht allzu viel. Wir müssen erstmal gucken, dass wir jetzt in die äußeren Räume reinkommen. Dazu müssen wir wieder hier raus. Jetzt müssen wir das Ding hier öffnen. Okay.
Hier ist eine Geheimwaffe, da ist der Schlüssel, den wir brauchen. Ansonsten die restlichen Sachen sind alles nur Secrets. So, den Schalter, den Schalter und den Schalter, den können wir bei alle drei drücken. Voilà, jetzt haben wir praktisch die drei Secrets geöffnet. Wobei wir nichts davon mitnehmen können, das ist natürlich sehr traurig. Okay, das lohnt sich schon mal und das wieder nicht. Das ist ein Bullshit. Und jetzt sind halt auch diese beiden Dinger hier runtergegangen. Ich hätte also nicht raufspringen müssen, sondern... Ja. So, und Achtung, jetzt geht diese wieder auf. Das heißt also, mit gechickter Waffe, und zwar die Heavy Machine Gun, gehen wir jetzt dahin. Tada! So, jetzt haben wir den blauen Skulp. Mit dem können wir jetzt hier rein. Und dann nach hier gehen, um hier die blaue Tür zu öffnen. Und das ist quasi schon das Ende des Levels. Ich könnte praktisch hier reingehen und hiermit bereits direkt beenden. Man kann aber auch noch hier hinten rein. Das ist quasi für den Spaßfaktor. Gibt es nämlich für ein Secret. So, jetzt muss man die aktivieren noch, habe ich vergessen. Ah, und die natürlich nicht treffen lassen. Ach, fuck you. Das Wichtige ist nämlich, sobald man das Ding hier angreift, Achtung, kommen ganz viele Monster. Und das wollen wir natürlich nicht. Deswegen am besten... Fuck! Boah, das kommt gar nicht mehr auf. Man muss also das Ding herauslocken. Oh. Ah, hier doch. Fuck. Na gut. Hätte ich es mal trotzdem? Na gut, heute falsche Erinnerung. Dann hilft also doch wirklich nur einfach hier reingehen. Sich alles schnappen, was nicht so nagelfest ist. Und wieder rausgehen. Tada! So. Und schwupps. Fertig ist das Ende. Das war Level 5. Quick Save. Ja. Und das hier wird das etwas schwieriges Level. Zu sehen gleich in der nächsten Folge. Von daher. Schau mit Fahrrad.